War ein begeisterter Jäger und hat also ist in der ganzen Welt rumgefahren und auf die Jagd. Und ich durfte so als 12-, 13-Jähriger mit. Und mein Vater hat sich so eine 16 mm Kamera gekauft und ich durfte dann natürlich den offiziellen Reporter spielen. Aber ich habe es dann noch besser gefunden, selber mit der Kamera auf die Jagd zu gehen und nicht zu schießen, weil das ja viel schwieriger ist. Und da bin ich also stundenlang hinter den Hirschen und den Murmeltieren her und habe die gefilmt. Und so habe ich es gelernt, eigentlich mit der Kamera umzugehen. Und dann hat sich's mit meiner Skileidenschaft ganz gut verbunden. Und ich habe einfach mal versucht, mit der Kamera mal Ski zu fahren, um meinen Freunden zu zeigen, was ist da dran. Und das hat sich dann ein bisschen weiterentwickelt. Ein bisschen weiterentwickelt, ist stark untertrieben, wenn ich an die ganzen James-Bond-Filme und so denke, wo ich immer also so im Kinosessel gesessen bin und das immer noch gerne tue, wenn ich es zu Hause auf DVD gucke. Mode machen ist natürlich die andere große Leidenschaft. Wie zieht man sich im Winter so an, dass man wirklich nicht friert? Weil ich glaube, die meisten, die sagen, ich mag nicht raus oder nicht lang, die frieren dann irgendwann an den Füßen oder irgendwas oder es ist ihnen zu heiß oder es ist unangenehm. Was machen wir falsch, wenn uns zu schnell kalt wird und zu schnell unangenehm wird? Ja, das ist zu weit weg von der Hütte. Also geht das gar nicht, dass man 2-3 Stunden draußen ist, sonst wird einem nicht kalt. Doch, selbstverständlich. Und da kann man ja verschiedene Lagen übereinander tragen. Und das ist eigentlich sehr gut, eigentlich sich auch anzupassen und sich natürlich zu bewegen. Das ist auch genauso wichtig, dass man nicht stundenlang rumsteht, sondern eben sich bewegt. Und das weißt du am allerbesten. Ne? Dann, wenn du dich bewegst, so wie du besonders, dann brauchst du nicht besonders viel, weil du selber einfach die Temperatur machst. Aber wenn du lang rumstehst, ist es halt schon gut, so 3-4 Lagen übereinander zu tragen. Und nicht zu eng aufeinander, oder? Es muss immer Richtig. Ein bisschen Luft dazwischen sein. Luft ist ja eigentlich der beste Isolator. Deswegen auch die Daunenjacken, die ja viel Luft einschließen, sind eigentlich die wärmsten und auch leicht und so. Und deswegen ist nach wie vor eigentlich ein Muss. So eine schöne, gemütliche Daunenjacke gehört im Winter eigentlich dazu. Muss nicht von Bogner sein. Doch. Gibt es irgendeine Temperatur, wo du sagst, da gehe ich nicht mehr raus? Eigentlich nicht. Also ich denke mal, man muss vielleicht nicht bei jeder Minustemperatur Wettkämpfe laufen. Aber ich sage mal, solange man sich in einem moderaten Bereich bewegt, da gibt es eigentlich fast keine Temperatur, wo es dann immer Schluss ist. Ja gut, vielleicht in der Antarktis dann ab minus 50 Grad. Und man sagt, okay, wäre jetzt schon schöner drinnen sein. Aber letztlich denke ich, man gewöhnt sich an die Temperatur. Man braucht, wenn man so in Skandinavien ist, halt einfach 3-4 Tage, bis man so diese minus 20, 25 Grad dann verträgt. Am Anfang ist es natürlich schon oft der Schock, wenn du so aus dem föhnigen Süden kommst und dann aussteigst aus dem Flieger und dann schlägt dir minus 20 Grad wie so eine Wand entgegen. Und wichtig ist die Füße. Ne? Man friert eigentlich am leichtesten in den Füßen. Ja, inzwischen gibt es aber auch heizbare Skischuhe. Das ist übrigens eine ganz gute Geschichte. Aber auch auf keinen Fall zu enge Skischuhe, die Zirkulation am Laufen zu halten. Und lieber Socken mehr. Oder noch besser, Kneippbäder vorher. Boah, wo sie Schnee spazieren gehen. Skischuhe mit Fußbodenheizung. Das fände ich richtig angenehm. Gibt's, schöne Sache. Gibt's, okay. Werde ich ausprobieren. Aber wenn Sie jetzt sagen, das ist mir alles zu schnell mit Skiern und so. Sie können auch Schneeschuhwandern machen. Das ist ganz groß in Mode gekommen. Und ist ganz gemütlich und warm wird es einem dabei auch. Die Wiederentdeckung der Langsamkeit. Auf Schneeschuhen unterwegs, wie es Bergbauern seit Jahrhunderten getan haben. Zum Beispiel im Toggenburger Land, in den Schweizer Voralpen. Einer Gegend, teils hügelig, teils hochalpin. Wie geschaffen für die beschaulichste Art, den Winter sportlich zu genießen. Also Schneeschuhlaufen im Toggenburg, im Wildhaus im Speziellen, eignet sich eben für alle Leute. Da kann eine alte Großmutter mitlaufen, da kann ein kleines Kind mitlaufen. Jeder, der laufen kann, Schneeschuh laufen. Auch in den Vogesen zählt das Schneeschuhwandern zu den Attraktionen. Am Grand Ballon zum Beispiel, wo sich an schönen Tagen unvergleichliche Panoramen bieten. Also ich mache da einfach auf und gehe hier ganz locker rein. So, bin jetzt quasi schon drinnen, wie ihr seht. Und dann habe ich hinten hier diese Schnalle. Die ziehe ich dann einfach an und dann mache ich vorne hier einfach zu. 1, 2 und schon ist der Schneeschuh dran. Die Zeiten, wo Schneeschuhe noch aus gebogenem Holz gezimmert waren,
mit festen Kuhriemen zum Schnüren sind längst vorbei. Heute ist auch dieses Winterfortbewegungsmittel hochmodern. Schneeschuhwandern bedeutet Einsamkeit und Stille abseits des Pistenrummels. Heißt, die Landschaft langsamer, intensiver erleben. Und ein Gipfelglück genießen, wie es Bergsteiger kennen. Hier mit dem Blick auf den Alpsee bei Immenstadt. Schneeschuhwandern, das ist zwar permanentes Treppensteigen, aber am Ende wartet als Belohnung oft eine rechte Gaudi bergab. Und das kann eigentlich jeder, oder? Das ist nicht schwer. Ja, kann jeder. Wer laufen kann, er muss ein bisschen breiter laufen, weil die Schneeschuhe doch relativ breit sind. Und es ist einer der ältesten Fortbewegungsmöglichkeiten im Winter. Man sieht es ja bei den Naturvölkern und so, die das ja alle gemacht haben. Und dann bei uns in der Skigeschichte, in Skandinavien etc. Ein Problem haben wir jetzt im Schwarzwald zum Beispiel, aber in anderen Orten sicher auch. Die Leute brauchen... Die kommen weiter mit den Schneeschuhen, wo sie früher mit den Skiern nicht hinkamen. Mhm. Und das Wild spielt eine große Rolle. Und das Wild ist ja in den Regionen noch, Gott sei Dank, wo kein Mensch hinkommt oder kaum jemand. Mhm. Aber mit den Schneeschuhen kommst du dahin. Mhm. Und das ist ein bisschen die Krux an der ganzen Sache. Weil ich kenne mich da ziemlich gut aus, weil ich da manchmal Touren habe und Leute habe und die verstehen das nicht richtig. Und dann gehe ich halt los beim Haus der Natur am Feldberg und gehe halt dann über den Feldberg Rüblisattel rüber zur Hütte. Hütte ist ganz wichtig, aber wenn die Leute alleine losgehen, und das machen viele, ist ja auch nicht schwer, kann jeder, und dann gehen sie halt in Regionen, wo sie nicht sollten. Also sich dann schon an Weil sie brauchen nicht Skifahren können. Und wenn einer ein bisschen Skifahren kann, dann kommt er da gar nicht hin. Ja, klar. Also dann Peter, du wirst es wissen. Nicht das Wild stören, das sich zurückgezogen hat. Ich glaube, was man auch nicht übersehen darf, dass Schneeschuhgehen zwar also auf dem Bild, im Film, recht leicht ausschaut, aber gerade wenn der Schnee ein bisschen tiefer ist, ist es eigentlich in der Regel anstrengender, wie wenn ich jetzt mit Langlauf einsteige. Also das muss man, glaube ich, schon so ein bisschen bedenken. Und zum einen tatsächlich der Naturschutz, Wildschutzgedanke, den darf man nicht ganz vernachlässigen, weil wir sind natürlich im Voralpenbereich, im Mittelgebirge, im Waldbereich und da hast du gerade im Winter einfach schützenswerte Tiere. Ja, klar. Also, meine, es gibt gute Initiativen, also Führer, die natürlich wissen, wo man geht, wo man nicht geht. Also von daher macht es schon Sinn, sich so einer Führung an oder so einer Gruppe anzuschließen, weil die Leute ehrlich sich meistens am besten auskennen. Und nur dazu sind sie meistens dort zu Hause. Also von daher macht es durchaus Sinn. Ja, dann kommt man auch an die schönsten Flecken. Die Snowboarder sind schon wieder eine Ecke weiter. Ihr macht nicht mehr Schneeschuhwandern, sondern ihr sägt die Bretter auseinander. Genau. Also erstens würde ich auch sagen, das Schneeschuhwandern ist, ich finde es gar nicht so einfach. Also ich habe ganz schöne Brezen hingelegt mit diesen Schneeschuhen. Ich habe mich da wirklich auch über den Berg abgerollt mit den Dingern, weil es muss ein bisschen oberirdisch laufen und dann, wenn es wirklich steiler wird und auch, gut, ich meine, ich gehe dann natürlich in hochalpines Gelände, aber wenn es steiler wird und man dann wirklich so am Hang entlang laufen muss, dann muss ich sagen, nicht so ohne. Nee, nicht so einfach. Wir haben was Neues. Wir sägen mittlerweile die Snowboards N2, packen Bindungen drauf und gehen mit unseren Snowboard Boots, also nicht mit Skischuhen, aber mit den Skiern auf Fellen den Berg so hoch und nicht mehr mit den Schneeschuhen. Also früher sind wir viel mit den Schneeschuhen gewandert, aber natürlich mit Brett hinten drauf, weil runterfahren will ich ja trotzdem mit dem Snowboard und nicht wieder runterlaufen müssen. Dann wäre der Schneeschuh zu langsam, ja, das ist klar. Ja, das wäre dann nur der halbe Spaß. Aber mittlerweile haben wir auch wirklich, also unser Snowboard sind dann zwei Skier zum Hochlaufen. Aber ganz wichtig, oben wieder zusammenbauen, in eins, Bindung drehen und dann mit dem Snowboard runter. Und dann runterdüsen. Ich glaube, das ist eh das Wichtige, oder? Dass man mit Schneeschuhen vielleicht so den Einstieg probt. Aber so, glaube ich, das größte Glücksgefühl ist schon dieses Gleiten auf Schnee. Ob es letztlich im Flachen ist oder bergab. Also ich würde jeden ermuntern, anfangen damit, beginnen damit, aber versuchen so schnell wie möglich auf die gleitende Basis zu kommen. Das Snowboard ist ja vor 25 Jahren ungefähr aus den USA zu uns gekommen, hat einen erstaunlichen Siegeszug angetreten. Und als es ganz neu bei uns war, da war es natürlich im Willy Bogner-Film Feuer und Eis schon zu sehen.
Das müssen Sie jetzt auch erzählen für die Zuschauer. Der konnte das noch gar nicht lange, der das da vorgemacht hat. Na eben, das war ja ganz neue Sportart. Jetzt haben so ein paar der Kalifornier, es war Surfer erfunden, die im Winter, denen es gelangweilt hat. Und dann haben die eigentlich von Surfboards aus dann die Technologie erfunden. Der Tom Sims, den Sie da sehen, war einer der Pioniere. Und mein Hauptdarsteller, der John Eves, eigentlich ein Freistil-Skifahrer, den musste ich natürlich auch unbedingt aufs Board bringen. Und da hat in 3 Tagen, ja, hat er das so gut gelernt, dass er diesen Salto gesprungen hat. Also ganz fantastisch. Ja. Wahnsinn. Und hat uns natürlich auch alle motiviert, das auszuprobieren, weil damals waren die Snowboarder ja die Kings. Ja, solche Lagen konnten wir da gar nicht fahren. Ja. Und alle Jungen sind aufs Board losgegangen. Inzwischen schlagen die Skifahrer ein bisschen zurück mit den Freerider. Ja, und mit den Ski, die auch hinten aufgebogen sind, kannst du auch rückwärts fahren und Tricks machen. So. Also inzwischen hat es sich ein bisschen ausgeglichen. Ja, aber was ist nur einfacher zu lernen? Ist Snowboarden einfacher? Also was ich gehört habe, ist, die Brüche sind anders, die man dabei bekommt beim Skifahren und beim Snowboarden. Aber sonst, was ist einfacher? Ja, also gut, wenn ich jetzt höre, dass ein Skifahrer das an 3 Tagen gelernt hat, in Backflip zu springen, Hut ab, weil ich habe es in 15 Jahren noch nicht gelernt, dann denke ich mir, okay. Ich auch nicht. Nee. Sagen wir mal so, ich glaube, Snowboarden ist nicht so wahnsinnig schwer. Ich glaube, man muss die erste Woche durchhalten. Mhm. Da gibt es wahnsinnig viele Handgelenksbrüche und wahrscheinlich die Knie sind blau und der Hintern auch. Aber wenn man dann die erste Woche durchsteht, dann kann man schon die ersten Schwünge runterfahren und Erfolgserlebnisse sind vor allem extremst also schnell. Die kommen wirklich jeden Tag, jede Stunde. Und dann natürlich die Motivation. Wenn man ein gewisses Talent mitbringt. Also mir hat eine Kollegin heute erzählt, dass sie 3 Tage lang Privatunterricht hatte und der Lehrer hat ihr dann das Geld zurückgegeben und hat gesagt, das wird. Ich habe ja gesagt, eine Woche. Nach 3 Tagen weiß ich nicht. Eine Woche muss man durchhalten. Und dann lernt man, oder dann weiß man, dass es wirklich Spaß bringt. Ja, der Lehrer ein bisschen Durchhaltevermögen. Genug. Ja, und Freeride heißt einfach, dass man Freistil die wildesten Pisten runterfährt. Das gibt es bei den Skifahrern wie bei den Snowboardern. Das ist Freeride, oder? Gut, da gibt es, glaube ich, das kann man nennen, wie man will. Einfach, sagen wir mal, nicht gesicherte oder abgesperrte Pisten unterm Lift. Oder es ist halt einfach weg von diesem, sagen wir, Massentourismus, von den Liften, sondern wirklich auf dem Berg. Am besten, ich finde es am besten, wenn man selber hochsteigt und sich nicht jetzt mit dem Helikopter überall hinbringen lässt, sondern einfach irgendwie hochsteigt und danach wieder runterfährt, was unverspurt ist und einen schönen Hang vor sich, am bestmöglich eine schöne Steile. Schön steil, ja. Da gehört nämlich unglaublich viel Mumm dazu, das zu machen. Wir zeigen Ihnen mal, wie das aussieht, wenn Aline Freeride macht. Höchste Konzentration vor allem und Mut, Wagemut. Freeride, das heißt, dort in den Bergen hinunterfahren, wo sich nur ganz wenige trauen. Aline Bock gehört zu diesen wenigen. Die 28-Jährige mit abgeschlossenem Studium des Sportmarketings, im hessischen Gießen geboren, aber aufgewachsen in Überlingen am Bodensee, mit den Alpen in Sichtweite. Mit 2 Jahren schon stand sie auf Skiern. Kein Wunder, die Eltern waren Skilehrer. Und Skifahren, das konnte die kleine Aline recht schnell. Am besten und am schönsten im freien Gelände, weil es dort ja auch nicht immer so leicht ist. Als sie 13 war, lag unter dem Weihnachtsbaum ein Snowboard. Beginn einer großen und erfolgreichen Liebe. Zweimal war Aline Bock deutsche Jugendmeisterin. Eine Freundin aus Überlingen überzeugte sie dann, im Weltcup-Zirkus der Freerider mitzumachen. Nur etwa 50 Skifahrer und Snowboarder stürzten sich bei 4 großen Events weltweit wahnwitzige Hänge hinab. Bis zu 55 Grad steil, aber gesichert und abgesperrt. Die Route wählen sie frei, fahren sie erstmals im Wettkampf. Möglichst flüssig fahren, nicht stürzen. Das gibt